Hallo, heute zeige ich euch, wie man einen schönen, leckeren Bulgursalat zubereitet. Dazu benötigen wir natürlich Bulgur. Im Verhältnis 2:1 Gemüsebrühe, Tomatenmark, Salz, Chiliflocken, Kurkuma, Cayennepfeffer, etwas Zucker, Paprika, Zwiebelschluppen, Gurken, Tomaten, Limette für die Frische und natürlich zum Ansatz Zwiebeln und Knoblauch. Wir starten mit dem Zwiebelschälen. Und nehmen eine Knoblauchzehe. Die Zwiebel schneiden wir in feine Würfel. Genauso wie den Knoblauch. So, diese schwitzen wir an in ein etwas Pflanzenöl. Da eignet sich ganz gut ein Rapsöl oder ein Sonnenblumenöl. Man merkt schon richtig den Zwiebelduft und das Knoblauch, das kommt alles sehr, sehr schön hervor. Jetzt geben wir etwas Tomatenmark dazu. Tomatenmark hat eine richtig schöne Süße und intensiven Tomatengeschmack. Das kommt nachher in den Bulgur dann richtig schön rüber. Nun gießen wir das mit der vorbereiteten Gemüsebrühe auf. Die Brühe kocht jetzt mit dem Tomatenmark. Wir würzen jetzt schon ein bisschen an. Dazu ein bisschen Salz, Zucker. Wo Tomate ist, ist auch immer Zucker. Ganz wichtig, hebt den Eigengeschmack der Tomate. Wir nehmen ein paar Chiliflocken und ein bisschen Cayennepfeffer. Nun haben wir den Basisform fertig. Wir nehmen uns eine großzügige Schüssel, geben den Bulgur hinein und haben ja nun den Fond im Verhältnis 2:1 und gießen damit den Bulgur an. Dieses alles hin und wieder mal rühren, ungefähr 15 bis 20 Minuten quellen lassen. Nun haben wir Zeit, das Gemüse bzw. die Tomaten, die Gurken, die Paprika, alles was hineingehört, zu schneiden. Wir beginnen mit dem Paprika. Auch hier empfehle ich, die Paprika hinten und vorne abzuschneiden, sie schräg zu legen, das Kerngehäuse zu entfernen. Den Strunk hier raus und somit seht ihr, hat man eine 100%ige Auslastung der Paprika. Diese in feine, mittelfeine Würfel schneiden. Da muss man auch nicht ganz so genau sein. Als nächstes nehmen wir uns die Gurke. Auf die Menge würde ich eine halbe Gurke empfehlen. Man kann sie schälen oder auch das Grün dran lassen, aber wenn man sie gut wäscht, ist auch von der Farbe und von der Optik her, ist eigentlich ganz interessant mit der Schale zu verwenden. Auch dieses in ungefähr in die gleiche Größe schneiden. Und als nächstes eine Tomate. Hier haben wir eine Strauchtomate. Eignen sich da auch andere Tomaten, halt das, was man halt gerade vorgerichtet hat. Auch hier möglichst in feine Würfel. Wie gesagt, ganz so genau muss es nicht sein. So, jetzt brauchen wir noch ein bisschen Frühlauch. Auch hier vielleicht so ganz leicht schräg schneiden, ein bisschen für die Optik. Und nicht vergessen, zwischendurch immer wieder den Bulgur rühren. Aber man merkt schon und man sieht schon, er nimmt die Flüssigkeit, den Fond, die Brühe auf und er hat auch eine ganz tolle, leckere Farbe. Und durch das Rühren kühlt er auch gleichzeitig ein wenig aus und nimmt so gleichmäßig das Korn dem Fond auf. So, wie ihr seht, jetzt hat der Couscous so eine richtige schöne Konsistenz, ist richtig schön aufgequollen, hat jetzt das ganze Geschmack in sich reingezogen. Aber bevor wir jetzt weitermachen und den Salat vollenden, bitte ich doch noch ein bisschen Unterstützung. Frau Meyer-Hartung. Ja, unsere, hallo. Unsere Geschäftsführerin vom Studierenwerk. Herzlich willkommen im Mensa Kochstudio. Ja, ich freue mich, Sie zu sehen, Herr Hofmann. Ja, danke schön. Wir haben heute was ganz Leckeres und Frisches zum Herstellen. Und wir hatten schon so ein bisschen Vorarbeit. Der Bulgur hat hier in dem Bereich schon gequollen. Wir wollen heute den Bulgursalat herstellen und haben hier einige Gemüse geschnitten. Ja, kann man gut mitnehmen, kann man zu Hause gut nachkochen und kann man vor allen Dingen auch gut in unseren Mensen essen. Okay, und kann ich ja auch schon mal fragen, woher kriegt er seine Farbe jetzt schon? Ja, da haben wir im Vorfeld ein bisschen Tomatenmark zugegeben und ein bisschen Kurkuma. Das ist das Gelb- und Rötliche und das gibt auch einen ganz, ganz tollen Eigengeschmack. Und jetzt würde ich sagen,
Sie rühren und ich gebe zu, wollen wir das so machen? Und zusammen, ja, mit Abstand. Mit Abstand. Und dann aber mit einem langen Löffel. Deswegen haben wir den längsten Löffel, den wir Studierende finden können, haben wir extra hier reingebaut, um das jetzt zu verenden. Okay. Ja? Wir geben hier das dazu, die Tomaten, die Gurken, den Frühlauch und die Paprika. Frühlauch heißt das ja, bei Frühlauch Ihnen? Frühlauch oder Frühlingslauch. Und der Berliner sagt auch ganz... Frühlingszwiebeln, ne? Ja, es gibt auch diesen Satz Schluppe, Berliner Schluppe. Ja, genau. Ja, wenn Sie das schon mal gehört ja, haben. Ja, stimmt. Ja, und ich würde jetzt noch ein bisschen zur Verfeinerung dazugeben, ein bisschen gehackte Petersilie. Aha. Würden wir dazu machen? War kein Koriander. Koriander nicht, aber Sie sind in der richtigen Richtung. Wir würden zugeben, noch ein bisschen Minze. Ja, dieses würden wir hacken. Auch ruhig ein bisschen grob, das muss gar nicht so fein sein. Und was dem Salat natürlich immer unheimlich gut tut, ist ein bisschen Fett, und zwar gesundes Fett. Öl. Ich würde sagen, ein tolles Olivenöl haben wir hier. Ja. Wenn Sie mögen, würde ich Ihnen schon mal eine kleine Gerne. Probierschale geben. Mhm. Vor der Zitrone. Okay. Bitte schön. Danke. Probieren Sie mal. Schmeckt schon sehr gut. Und jetzt geben wir noch ein bisschen Zitrone dazu. Ja, muss, glaube ich, gar nicht so viel. So ist okay. Mhm. Was meinen Sie? Ja, eher weniger, würde ich sagen. Ja. Dann machen wir das nächste Mal. Aber wir testen noch. Ein wenig Pfeffer geben dazu. Und jetzt rühren wir das nochmal durch. Und das ist unser Mensa-Rezept? Kommt mir irgendwie bekannt vor. Das ist original unser Mensa-Rezept. Genau. Sowas haben wir als Vorspeisen oder beziehungsweise als Bowl bieten wir das an. Genau, habe ich glaube ich auch schon gegessen. Ja. Mhm. Kommt auch immer sehr gut bei den Studierenden an. Und jetzt mit dem vollendeten Bulgur. Super, jetzt bin ich gespannt. Sehr gut. Schönes Rezept. Mir schmeckt es auch. Und ich würde sagen, viel Spaß beim Nachkochen. Ja, oder wünsche ich Ihnen auch. Zum Probieren in unserer Mensa. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Nun, wie immer, ein kleiner Tipp. Hier haben wir gegrillten Halloumi-Käse und geröstete Erdnüsse und ein wenig Olivenöl. Und dies alles macht den Bulgur unwiderstehlich.